So, Tom hier von Race2Go. Vor welcher geheimen Halle stehe ich und warum habe ich unsere Hoodies in der Hand? Die könnt ihr übrigens im Shop erwerben. Aber die Hoodie-Zeiten sind vorbei. Das bedeutet, wir sind umgezogen. Wir haben euch etwas, das alles sehr hübsch gemacht. Und wir werden da jetzt gleich reingehen. Wir werden gleich sehen, es hat sich ein bisschen was getan. Es gab jetzt auch eine kleine Videolücke. Seht uns nach, wir haben sehr viel zu tun. Und herzlich willkommen am neuen Standort bei Race2Go. So, Simsalabim, Sesam öffentlich, kommt mit. So, wie man hoffentlich gleich gut sehen wird, wenn die Lichtdynamik wieder da ist, es hat sich ein bisschen was getan in dieser Firma. Richtig, nicht nur der Look and Feel, sondern vor allem die Fahrzeuge und euer Feedback zum Thema Suchauftrag ist einfach gigantisch und die ganze Firma entwickelt sich weiter. Und das hat sich natürlich manifestiert, erstens mal hier in der Umgebung, was man sehr schön sieht. Wir haben jetzt oben einen kompletten, abisolierten Teambereich, in dem wir eure Fahrzeuge suchen können. Und haben unten einen Übergabebereich, Sozialbereich, wo wir uns treffen können, mieten können. Und da werden noch einige Überraschungen auf euch warten. So, jetzt werden die anderen oder anderen reinschreiben, jetzt wird der Größenwahnsinnig. Nee, war ein mega Zufall, diese Halle hier zu erfinden. Nicht nur zu erfinden, sondern zu finden. Das war wirklich ein Sonntagszufallstreffer. Und wir spüren einfach, dass das Produkt Suchauftrag, was wir für euch aus Versehen vor 6 Jahren entwickelt haben, sehr gut bei euch ankommt. Und darüber wollten wir heute auch ein bisschen mit euch quatschen. Auch mal Danke sagen für mittlerweile 7.100 Abonnenten. Der Justin blendet mal da oben noch eine Zahl ein. 110.000 Leute, danke, gucken jeden Monat diese Videos. Was macht ihr zu Hause den ganzen Tag, ja? Und über 1 Million Leute in einem Jahr gucken sich diese Videos an. Also das ist eine faszinierende Anzahl. Nichtsdestotrotz wollten wir einfach ein bisschen über die Fahrzeugsuche quatschen, wie wir das machen, dass ihr einfach ein bisschen mehr versteht, wie diese Firma funktioniert und vor allem auch, was wir nicht können, ja? Fangen wir einfach mal, du läufst jetzt einfach ein bisschen zurück, wir fangen einfach mal an, was wir nicht können. Nicht können ist zum Beispiel so ein Thema wie hier, ja? Das ist jetzt dummerweise ein Seat Cupra, also sowas können wir schon, ja. Aber Kleinwagen, liebe Leute, wenn ihr anruft und wenig Budget habt, dann, wie sage ich es immer so schön, jetzt auch eine Praktikantin, liebe Grüße an die Emma, follow the fucking process. Der Justin muss jetzt wahrscheinlich hier irgendeinen Delfinton reinmachen. Ihr wisst, was ich meine. Also, ich mache Zeit meines Lebens nichts anderes wie mit Autos. Ja, wer meine Vita anguckt, sieht, ich habe viele Jahre in der IT-Branche gearbeitet. Aber wichtig ist, Zeit meines Lebens liege ich unter Autos, schraube an Autos, mache, tue, handel mit Autos seit 6 Jahren. Und wenn ich sage, für ein gewisses Budget gibt es ein Auto, dann ist das tipptopp. Ja? Was nicht funktioniert ist, du siehst so ein Auto für 11.000 Euro beim Händler, rufst uns an und sagst, Tom, ich hätte es gern für 8. Wie soll ich das machen? Ja, so. Bedeutet, ist der unfallfrei? Ist der Scheckheft gepflegt? Wie viel Vorbesitzer hat er? Wie viel Kilometer hat er? Welche Schäden hat er? Und so weiter. Wenn du das alles gemacht haben möchtest, wird aus einem 11.000 Euro Auto bei uns ein 16.000 oder 17.000 Euro Auto. Aber
Du hast Vollgarantie, du hast ein Kilometer Echtheitszertifikat, ein Lackprotokoll. Alles cool, oder? Ja? Ich mache hier mal die Halle zu, ist nämlich verdammt kalt. Wir sind nämlich nur mitten im Winter. Bis gleich. Gut, das war jetzt ein bisschen arg direkt, aber es ist wirklich so, ich hatte mit einem 18-, 19-Jährigen in München, Grüße gehen raus, ich weiß, dass er zuguckt, ein Telefonat, der mich am Telefon total rund gemacht hat, wie denn das sein kann, dass irgendwelche Autos Geld kosten, weil er sieht doch im Internet, die kosten das. In dem Ton. Leute, da habe ich keinen Bock, mit euch zu telefonieren. Lasst es dann bleiben, ja? Geht dann zum Ützel-Krützel-Händler, ja? Und lasst euch halt veräppeln. Wir reden dann in 2 Jahren, ja? So, weiter geht's hier. Also es ist wirklich ein Video. Hier gebe ich jetzt mal Vollgas, ein bisschen Emotionen freilassen, was geht und was nicht geht. Hier steht der erste große Rechtsfall dieser Firma Race2Go. Eine total komische Nummer. Ich gebe nochmal einen Teaser, da gibt es ein separates Video dazu. Unser Thomas fährt nach Hamburg, wird in Hamburg an einem Übergabestandort entsprechend abgeholt oder sollte abgeholt werden, wird in ein Auto reingesetzt, wird wo ganz anders hingefahren. Justin und ich waren live dabei, wir haben dann einen kompletten Call gemacht, damit wir wissen, wo unser Thomas gerade hingefahren wird, weil wir schon gerochen haben, das stinkt bis zum Himmel, was hier gerade passiert. Gucken wir uns das schöne Fahrzeug mal an, er ist nicht gewaschen, weil ich weiß nicht, ob ich jemals den Fahrzeugbrief dieses Fahrzeuges bekomme. Wir haben hier eine gerissene Scheibe, irgendwas ist auf dem Dach gelandet, komm mal mit, das sieht total geil aus. Auto ist unfallfrei und nachlackierungsfrei, klaro, schauen wir uns hier mal die Seitenwand an, hier. Er ist so schlecht gespachtelt und so schlecht lackiert, das platzt hier schon auf. Danke, Arthur. Weiß auch, dass der zuguckt. Also, hier war die Aufgabe, finde den billigsten Familientransporter, den es gibt. Das ist das Ergebnis. Fahrzeugbrief ist nicht da. Riesenrechtsstreit. Der Arthur, der irgendwie Vorbesitzer dieses Fahrzeuges war, hat richtiges Chaos gemacht. Also, er hat noch mehrere Rechtsstreits ausgelöst. Lasst es bleiben, mit der Aufgabenstellung auf uns zuzukommen. Bitte sucht das billigste Auto. Hier sind wir Risiken eingegangen. Ich habe Platz. Das Auto steht hier schön warm. Dem geht es wunderbar. Aber damit kann ich nichts anfangen, weil kein Brief. Kann ich anmelden, kann ich weiter veräußern. Das Ding steht jetzt hier, bis sich das irgendwie geklärt hat. So, dann, was können wir aber? Zum Beispiel hier, Suchauftrag 2017 erledigt. Also wirklich kurz nach Gründung des Unternehmens war das, genau. Das war noch eine geile Zeit, da bin ich noch zum Kunden rausgefahren und habe mich an den Sofatisch, hier war es ein Pilot gesetzt, ja, wenig Zeit, keine Ahnung von Autos und will ein geiles Cabrio haben. Haben wir damals verkauft, hat er um die 100.000 Kilometer, also wirklich in unserem Suchauftrag Standard, bis 100.000 Kilometer, je nach Modell, dann bis 8 Jahre, genau das war hier drin. Das Auto hat jetzt 210.000 Kilometer und lief perfekt durch, das bedeutet TÜV, Servicegeschichten, natürlich Reifen, Bremse, Verschleißteil, aber ansonsten hat dieses Auto nie irgendwelche Mängel gezeigt, die in irgendeiner Form zu irgendwelchen Kosten beim Kunden geführt haben. Wie gesagt, ich versuche den Delfin nicht zu benutzen, please follow the process. Bitte folge dem Prozess, entspannt ein Auto zu bekommen. Das funktioniert, ist kein Thema. Aber bitte ruf uns nicht an und erklär mir, dass du seit Jahren und Monaten auf der Suche bist, ein fixes Budget hast und erwartest, dass ich auf diesem fixen Budget, wo du nichts findest, dir das Auto zu besorgen. Macht keinen Sinn. Die richtigen Kunden fühlen sich jetzt auch angesprochen. So, hier haben wir ein verkauftes Auto, das auf Bezahlung wartet. Ja, schauen wir mal, wann das bezahlt wird, dieses Auto. Ist aber ein mobile.de-Kunde, also heißt entsprechend ganz normal gemacht und da ist auch ein Immobilienverkauf, da habe ich ein bisschen Geduld. Aber auch solche Geschichten werden wir nicht mehr machen, auf Geldeingang warten. Das heißt, hast du keine Kohle, ruf bitte hier nicht an, weil Autos kosten Geld. Und kannst du nicht finanzieren, weil du kein Geld hast, ruf hier bitte nicht an. Dankeschön. So. Gehen wir mal zu den Spezialfällen hier drüben. Das sind Suchauftrag, Suchauftrag, Suchauftrag. Ja? Durch die große Halle hier haben wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit, wenn du aus Karlsruhe Umgebung kommst und einen schönen Sportwagen hast und sagst, ich möchte den irgendwo sicher einstellen, wo es trocken und warm und gesichert ist, Strom dran, wir überprüfen TÜV und die Wartung, bringen dein Auto hierher. Wir haben noch in der Höhe Platz für Einlagerung, um das mal zu spoilern, was hier in Zukunft passieren kann, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja? Hier haben wir tatsächlich einen gescheiterten Suchauftrag.
Das bedeutet auch zum ersten Mal, muss alles mal irgendwann im Laufbahn einer Firmierung passieren. Alles rausgesucht, alles geil, Bestandskunde, Gewerbetreibender, entsprechend kommuniziert, hier Auto bitte abnehmen, bitte bezahlen, gescheitert. Also war für uns auch eine dicke Lehre. Das heißt, vom Prozess her, wenn wir ein Auto suchen und du dir unsicher bist, ob du die Finanzierung bekommst oder nicht, warten wir mit dir gemeinsam ab, dass von der Bank ein grünes Signal kommt, dann kann man einen großen AMG haben. Bitte mach da keine Hektik im Suchauftrag. Wir haben alle Zeit der Welt. Es wird zuerst geklärt, steht die Finanzierung, steht sie, suchen wir ein Auto. Verfällt die, passiert dir auch nichts. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Aber bitte ruf hier nicht an und mach einen auf mega dicke Hose, ja, und lauf hier rein und komme ich gleich zu. Super geile Story. Bin mal gespannt, wenn das Video online ist, ob die Kohle endlich auf dem Konto ist. Weil dieses Auto habe ich zum zweiten Mal verkauft und zum zweiten Mal warte ich auf mein Geld. Auch wenn du zuschaust, bezahl bitte das Auto. Danke. Heute ist kein guter Tag, ne? Heute ist so ein bisschen, genau. Kommen wir aber mal zum Thema. Ja, ich weiß, es ist ein Porsche und jetzt schreibt ihr da drunter, ja, der hat ja Geld, der kann den Porsche. Nein, das ist ein Rentner, der hat sein Leben lang auf dieses Auto gespart und hat gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Auto, ich habe keine Ahnung von dem Markt, weil ich Zeit meines Lebens, ich glaube, er ist so einer, wo immer ein Leasing oder ein Firmenwagen hatte, hat noch nie selber privat ein Auto gekauft, weiß von seinen Kumpels, da kann einiges schief gehen. Ja. Ich sollte mal lieber jemanden ranlassen, der das den ganzen Tag macht. So, angerufen, Suchauftrag geschalten, hat gesagt, er möchte was Besonderes. Das dann kommen wir ran, machen wir ein separates Video, denke ich nochmal noch. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr ein separates Video zu diesem Carrera 91.1 haben möchtet. In Maragoni-Braun heißt die Farbe, glaube ich. Schwarze Felgen drauf. Ist auch genau das gleiche Thema. Stand bei einem Mercedes-Händler. Die Jungs hatten keinen blassen Schimmer, was sie da eigentlich stehen haben, wo man da hingucken muss. Wir haben noch eine Nachlackierung gefunden im Prozess des Suchauftrages. Also das heißt, der Mercedes-Händler hat dann erstmal gesagt, ach Gott, der ist ja nachlackiert. Wusste man gar nicht. So, heißt, der Firmenname ist weg, kann man lästern. Also heißt, es gibt Porsche-Spezialisten da draußen, gibt es wenige. Ihr könnt auch nachfragen, welche sind es. Ich gebe die Daten gerne raus. Aber auch bei den Jungs müsst ihr ein bisschen hingucken, weil da kriegt ihr keine Lackprotokolle oder ähnliches. Da wird halt nur im Kaufvertrag reingeschrieben, das Häubchen ist lackiert. Hier ist die Seitenwand nachlackiert und die Tür. Und das ist alles sehr, sehr geil gemacht worden. Deswegen ist es okay. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach, solche Autos zu finden. Weil, kommen wir mal zu diesem Suchauftrag hier. Hier war es so, und da werden wir von diesem Auto und von diesem Suchauftrag nochmal ein spezielles Video machen. Und da muss ich mich direkt an die Porsche AG richten. Wo soll ich ein Auto zukaufen, meine Leute? Ja? Das heißt, in diesen letzten 2 Jahren insbesondere habe ich eins mit euch gelernt im Thema Suchauftrag. Und es ist jetzt wirklich keine Eigenwerbung. Wir können die Kamera rumdrehen und wir fragen den Justin. Wir rufen irgendwo an. Ja, wir haben eure Daten vom Suchauftrag, was ihr sucht, Carrera, Ausstattung, dann ziehen wir los. Dann rufen wir bei irgendeinem Autohändler an, in dem Fall der Porsche AG. Der Hersteller selber unterhält selber Porsche-Zentren. Also ein Porsche-Zentrum ist nicht gleich Porsche-Zentrum, da gibt es auch Vertragshändler, die einen Vertrag mit Porsche haben, eben die Freigruppe zum Beispiel und so weiter, da gibt es ganz viele draußen. Ja? So. Und hier war es tatsächlich so, wir haben alles abgeklärt am Telefon, der Kaufvertrag kam und plötzlich stand da drin, dieses Auto hat einen Unfall, 8.000 Euro. Der Verkäufer nur so, ja, ist ja nicht schlimm, wir sind ja Porsche. Dieser Kunde hier, um es zu spoilern schon mal, hat schon mal Ärger gehabt mit einem 911 und hat gesagt, ich werde das einem Profi hier überlassen, bitte sucht mir mein Auto. Und vor allem ganz wichtig, ich möchte ein Unfall- und nachlackierungsfreies Auto. So, und das fragen wir logischerweise am Telefon ab und dann kam dieser Kaufvertrag von der Porsche AG und da stand eben eine Summe X drin mit Unfall, wo wir dann auch gedacht haben, okay, wo sollen wir noch anrufen und einfach sicherstellen und unsere Kunden hinschicken und sagen, ey, da kannst du ein Auto kaufen. Also glaub mir, wir sind selber dann kreidebleich, gucken wir uns im Team an und sagen, Leute, was ist da draußen los? Ja? Ich hoffe, dass es diesen Mitarbeiter bei der Porsche AG nicht mehr gibt. Ja? Ich bin im Kontakt mit dem Chef, weil so geht's nicht, wenn du beim Hersteller arbeitest, dann tut dir das auch nicht weh zu sagen, ja, also der nicht, ne? Aber nehmen wir mal an, der wird da virtuell stehen, mal ein Carrera T bei der Porsche AG in Stuttgart
Könnt ihr euch ausmalen, welches Porsche AG-Zentrum das dann war. Er ist der Hersteller und wenn er sagt, wir haben für 8.000, 9.000 Euro das Auto wieder instand gesetzt, ja, was bei einem Porsche halt schnell geht, aber da war die Felge kaputt und das Lenkgetriebe, da wird er halt irgendwo drüber geballert sein, über irgendeinen Bordstein, da kann ja auch noch mehr kaputt sein, man will es einfach nur wissen. Ja. Und da kannst du als Hersteller sagen, wir sind der Hersteller, wir haben es repariert, ist das für euch fein? Und dann kann ich ja oder nein sagen, aber nicht hinterher im Kaufvertrag kommen. Das will heißen, wir haben sehr, sehr viel zu tun, ja, danke euch. Aber auf der anderen Seite läuft einiges schief, nämlich in der Art und Weise, wie auf uns zugegangen wird. Also nochmal zum Thema, was kann diese Firma, was hat sich hier daraus auch entwickelt, dank euch. Das Thema, wenn du wenig Zeit hast und keine Ahnung, das ist die beste Kombination für uns, ja, weil du dann einfach dem Prozess folgst, das heißt, du lehnst dich zurück, du genießt die Fragen, die auf dich zukommen, die wir stellen, was möchtest du für eine Ausstattung, was soll das Auto priorisiert an Farben haben, was soll es nicht haben, ja, No-Gos werden besprochen und dann lehnst du dich zurück und wartest, bis wir anrufen, bis wir einen Vorschlag für dich haben. Und es kann sein, dass das Handelsbörsen sind, das kann sein, wie bei Porsche oftmals, sie kommen von Privatpersonen, anderen Autohändlern, Handelsbörsen, Großhändlern. Ja. So. Aber bitte hört auf, uns anzurufen. Es gibt zum Beispiel die Firma, und das kann ich jetzt mal einfach öffentlich nennen, ja. Es gibt die Firma Auto Expo, super coole Leute. Es gibt die Firma Royal Cars in Berlin. Ich mache nur mal eine Handbewegung dazu und sage nichts. Ihr wisst, wie es zu nehmen ist. Das sind verdammt, oder Autohus, das sind verdammt nochmal Großhändler, Leute. Warum tauchen diese drei Autohäuser zum Beispiel immer in deiner Suche auf? Also ich spreche jetzt vor allem Familien, V-Klassenkunden, T6-Kunden an. Warum taucht dieses Autohaus ganz oben in deiner Suche auf? Weil es das billigste Auto am ganzen Markt ist. Und warum? Weil an diesen Autos nichts gemacht ist. Ja, die sind sauber gemacht, da werden Bilder gemacht, das wird in eine Halle reingeschoben und dann steht dieses Auto auf mobile.de. Aber glaub mir, egal was du an diesem Auto findest, es kostet extra, 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 extra. Bist du jetzt ein Experte? Kein Problem. Fahr dahin, hol dir das Auto, stell dir das selber fertig. Wenn du aber sagst, ey, eigentlich habe ich keine Ahnung, dann gib das doch einfach ab. Und du bekommst ein perfektes Auto zu, ja, einem höheren Preis. Und es ist auch nicht schlimm, weil wir sind hier in Deutschland und wollen alle Geld verdienen und die Welt ist in Ordnung. So, aber ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen satt von diesen Anrufen oder diesen Erstgesprächen. Ja, ich suche hier schon eine ewige Zeit und so weiter. Ja, du laberst doch die ganze Zeit was in den Videos zu Großhandelsbörsen und Zugriffen und so weiter. Ja, aber ich hole da unfallfreie, nachlackierungsfreie Autos oftmals und servicegepflegte Autos, die im Allgemeinzustand einer V-Klasse, die noch 50, 60, 70.000 Euro kostet, wirklich das Geld auch wert sind. So, und das können nicht die billigsten Autos auf dem Planeten sein. Und das wollten wir einfach mal loswerden, deswegen haben wir nämlich gerade extrem viel zu tun, weil wir haben 2022 sehr, sehr viele, ich nenne es jetzt auch mal Sozialexperimente gemacht und sehr, sehr viele Autos über 100.000 Kilometer verkauft. No good Delphine idea. Ja, ihr wisst, was ich meine, wir haben sehr viel Spaß mit euch, also bitte folgt, wenn ihr sagt, ich habe keine Zeit, keine Ahnung, folgt dem Prozess, alles cool, können wir euch helfen. Sagt ihr, ey, ich will das billigste Auto auf dem Planeten, bitte such weiter, nimm einen Kfz-Vermittler oder sonst irgendjemanden. Ich muss so lachen, weil draußen steht so ein Auto von so einem Kfz-Vermittler. Es gibt das nächste YouTube-Video, der Kollege in Dresden hat sich's richtig verdient, dass er hier auf diesem Kanal landet. Also, es kommen wieder neue Videos in anderer Art, in anderer Montur. Wir haben uns weiterentwickelt mit euch gemeinsam, sind da sehr froh drüber. Es ist echt arg Porsche- und Sportwagenlastig, ja. Aber glaubt mir, beim Aufbereiter steht gerade ein S-Max. Heute wird noch ein Hyundai i30 verkauft an eine Kundin. Also machen auch ganz normale Autos für dich, für mich, für jedermann. Alles cool, aber bitte ruf nicht an mit der Erwartungshaltung, du bekommst hier das billigste Auto auf dem Planeten. Machen wir nicht. Und vor allem nicht mehr, weil da habe ich mir nämlich ordentlich die Füße dran verbrannt und deswegen werde ich auch immer von Jahr zu Jahr dicker, weil ich nämlich nur diesem Stress hinterher renne und das mache ich nicht mehr. Ich hoffe, dass dieses Video euch trotzdem gefallen hat. Piep, 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 wir haben euch alle lieb und wir sehen uns am nächsten Sonntag zur bekannten Zeit. Mein Name ist Tom von Race2Go, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Halle.